So, heute darf ich euch einmal in meinem privaten Auto willkommen heißen. Jetzt kommen wir mal schnell zu einer kleinen Übersicht zum Auto. Wir haben unseren neuen Hochtöner herinnen, wir haben die Pro Mitteltöner in 8 cm, wir haben Aerospace 16 cm in die Türen, wir haben das Pro 2 Wege aktiv in die hinteren Türen, 3 Pro 25 Subwoofer für ein Bossfundament, ein bisschen zum Übertreiben. Verbaut sind zwei Mosconi Pro 430 für Hochmittelton, eine davon ist gebrückt, 16er in der Tür, 3 Pro 1 für die Subwoofer, eine Pro 4 fürs Hecksystem, ein Aerospace 12 Kanal DSB. Und jetzt kommen wir zum wahren Grund des Videos. Wie ihr hier schon lesen könnt, hier ist Warning Read Manual 17 kHz Pilotton. Der Wagen hat original Burmeister System, da haben wir ziemliche Frequenzverzerrungen herinnen und ist nicht immer ganz einfach zum Adaptieren. Somit gehe ich jetzt über einen über einen Apple Adapter auf USB, auf eine USB Soundkarte, die mit Toslink in den DSB. Der DSB wird die Lautstärke geregelt über die Entertainment Lautstärke. Die Steuerung vom Handy mache ich über die kleine Bluetooth Fernbedienung zum Lied weiterschalten, zurückschalten. Wie hier. Jetzt drehen wir auf normale Raumlautstärke die Musik auf und bewegen das Fahrzeug im Alltag. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigier mich nach Waldorf-Eslach. Die Route zum Ziel Stuttgarter Straße 4 Waldorf-Eslach wird berechnet. Wie wir sehen, obwohl wir über Toslink direkt in den DSP steuern, reagiert trotzdem das Mikrofon und kann die Sprachsteuerung im Auto nutzen, ohne dass jetzt durch die Musik die Navigation durchbrochen wird. Wir fahren jetzt einfach schnell eine Runde, hören, wie die Navigation überblendet, überspricht, wie schnell das funktioniert und auch im PDC. Der Auffahrassistent hat sofort gepiepst, Musik war sofort weg, der piept und war da. Also schneller kann das nicht reagieren, was diese Situation betrifft. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, in die Hauptstraße, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigation abbrechen. Die Zielführung wird abgebrochen. Thank you.
sitzt man schon ein bisschen. Ich rufst den Zug und ich ruf nochmal an den Zug. So, jetzt sind wir kurz vor der Firma, jetzt parken wir noch rückwärts ein, dass wir das PDC sehen. Hier hat man sofort gehört, ich weiß nicht, ob man es jetzt sauber gehört hat, aber die Musik wird sofort leiser, weil der Pilotton leiser wird im Fahrzeug und somit regelt der im Millisekundenbereich die Lautstärke mit. Bin jetzt noch ganz frech und probiere das gegenüber von unserem ab und fahre mal auf den auf. So, wie wir sehen, trotz Pilotton am USB-Stick und externer Musikwiedergabe führt es uns an keinem Komfort und somit kann ich jedes Werksoundsystem umgehen und habe ein lineares Signal aus meinem Smartphone. Ich würde es mit Absicht keinen Hersteller nennen. Ich kann das entweder über Bluetooth in unser AMAS-Modul machen, direkt zum Beispiel in die Pico-Endstufen, über das AMAS-Modul in den DSB. Ich kann so machen, wie es ich da mache, kabelgebunden. Das mache ich aus dem Grund, dass das Handy gleich auch geladen wird. Ich mache meine Steuerung, dass ich das Handy wirklich nicht angreifen muss und dann fahren über die Bluetooth-Fernbedienung. So kann ich auch die Musik stoppen, kann Lied vor- und zurückschalten. Mehr gibt es im Prinzip zu dieser Funktion nicht zum Sagen. Simpel, einfach und funktionell.